Herzlich willkommen zu The Elder Scrolls Online. Ja, ich versuche mich mal an The Elder Scrolls Online, beziehungsweise was heißt versuchen nicht, spiele es schon seit ein paar Jährchen und möchte jetzt ein paar Worte dazu verlieren, was ich mir da jetzt hierbei gedacht habe, denn man kann ja The Elder Scrolls Online sicherlich auf viele verschiedene Aspekte spielen, Wert auf verschiedene Punkte legen. Und das ist mir hier einmal wichtig, das zu sagen, in welche Richtung das hier gehen soll. Und zwar möchte ich ganz gerne die Story erleben. Das ist eigentlich das, worum es mir geht. Es geht hier nicht darum, irgendwelche coolen Builds zu bauen, in riesigen Gruppen irgendwelche Raids zu machen, sondern ganz entspannt solo die Story zu erleben. Und zwar in chronologischer Reihenfolge, wie auch die Story ursprünglich mal gedacht war, beziehungsweise wie die einzelnen Sachen einzeln dazugekommen sind. Denn für mich habe ich mehrere Sachen festgestellt, wenn ich das privat spiele, dass ich halt viele Dialoge dann schnell weitermache, sie nur überfliege. Und dabei bleibt, denke ich, auch viel Geschichte liegen. Ich möchte hier einen etwas langsameren Ansatz wählen, die Leute ausreden lassen, die Geschichten mitnehmen und nicht irgendwie mit dem neuesten DLC irgendwie anfangen, sondern tatsächlich ganz von vorne mit der Geschichte anfangen und sich dann so langsam durchspielen. Und ja, dabei werden sicherlich auch irgendwelche Skillfehler passieren und alles Mögliche, aber das sollte eigentlich kein großes Problem sein, da das Spiel doch sehr viel verzeiht, wenn man solo spielt. So zumindest mein Eindruck. Genau. Was spielen wir genau? Also, eigentlich bin ich ja jemand, der ein großer Fan von Echsen ist und deswegen wäre Agonia eigentlich das, was man wählen sollte. Allerdings habe ich ist mein erster Charakter, den ich gespielt habe, in Agonia und da habe ich auch noch vorne angefangen. Das heißt, so die Gebiete des Ebenherzpaktes, die kenne ich schon. Und ich möchte auch gern was Neues kennenlernen. Ich habe auch Charaktere aus den anderen Pakten, aber da habe ich nie die Paktgeschichte gespielt. Die habe ich tatsächlich beim Ebenherzpakt einmal komplett durch. Deswegen war für mich eigentlich nur noch das Altmeri-Dominion und das Durchsturzbündnis zur Verfügung und beim Durchsturzbündnis finde ich es eigentlich ganz spannend, mal in Rotwardun zu spielen. Genau, das machen wir. Einen männlichen Rotwardun und ich habe ChatGPT gefragt, gib mir bitte einen Namen, der gut ins Universum von Elder Scrolls passt, gut zu einem Rotwardun passt und mit Y anfängt, weil all meine Charaktere ja mit Y anfangen und es ist Yvette geworden. Ich finde einen sehr schönen Namen. Dann geht's weiter mit der Klasse. Auch da habe ich lange überlegt. Aber, also, das Ding ist, die neuen Klassen sind natürlich an sich sehr interessant, die dann ja nach und nach reinkamen. Arcanist habe ich gerade mit dem Charakter, den ich gerade spiele, gerade begonnen. Und da möchte ich gerne für mich selber dann auch ein bisschen Abwechslung haben. Nekromant habe ich davor sehr, sehr intensiv gespielt. Sodass eigentlich nur eine der vier anderen noch übrig waren. Nachtklinge habe ich schon mal ja so ein bisschen gespielt, aber da völlig blödsinnig geskillt. Das kann man eigentlich keinem erzählen. Deswegen schweigen wir darüber. Ich habe mich für den Hüter entschieden. Den Hüter kenne ich noch nicht und habe ich Bock drauf. Ja. Genau. Soweit die Vorbereitung. Worüber ich mich noch keinen großen Gedanken gemacht habe, ist dieses hier. Er ist jetzt auch eher hier hager. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Körpergröße. Vielleicht so. Die Hautfarbe kann gerne noch ein bisschen dunkler sein. Oder wir machen einfach ein paar Mal zufälliges Aussehen, bis es passt. Das wäre doch eigentlich nicht so schlecht, oder? So große Beziehungen habe ich dann eigentlich doch nie zu meinem Charakter. Okay, es sollte natürlich auch nicht ganz größer sein. Eieiei. Okay, nochmal zurück kann man nicht, ne? Geht in eine ganz gute Richtung. Sehr schön, wir müssen ihn dann am Ende doch wieder selber erstellen. Ja. Das sieht schon ziemlich fesch aus. Ich finde ja irgendwie diese Klamotten, ne? Das macht mich irgendwie fertig. Ja. Von der Art her finde ich den gar nicht so schlecht. Im Gesicht müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, denke ich mal.
Ja! Okay, das klingt schon mal ganz gut. Nein. Ja, das ist, glaube ich, schon ganz gut. Frisur. Kann man da auch mit dem Pfeil testen? Nein, das geht nicht. Also die langen Haare, die waren schon ganz, ganz gut eigentlich. Ja, ich glaube, das werden die langen Haare sein. So. Alter, finde ich soweit auch ganz gut. Fraktion passt. So ein bisschen vernarbt hier, das passt auch ganz gut. Der Kram auch. Die Augen passen soweit auch. Können wir hier den Bart nochmal durchgucken, was es da noch gibt? Frisur, Haarfarbe ist okay. Wo ist denn der Bart? Oder läuft das unter Verzierung? Ah, das läuft unter Verzierung. Okay. Interessant. Das passt nicht so ganz irgendwie. Gibt gar nicht so viele Werte, wie ich dachte. Also mit Augenklappe, das hat auch was. Also schade, dass es heißt entweder Augenklappe oder Bart. Das hier ist mir halt so ein bisschen zu fein eigentlich. Deswegen wollte ich da ja nochmal ein bisschen andere schauen. Vielleicht machen wir das so. Perfekt. Dann haben wir Yvette schon und können ihn jetzt erstellen. Wir machen die Einführung. Komm, wir machen das jetzt ganz normal. Okay, der Name wird bereits verwendet. Das hatte ich befürchtet, dass sowas passiert. Da müssen wir jetzt noch einmal eben gucken. Da waren ja noch andere Namen zur Auswahl. Muss ich noch einmal eben wieder öffnen. Was haben wir denn noch? Isara. Julvik. Julvik geht auch. Spielen. Der Name wird bereits verwendet. Okay. Nana. Israndor. Ich glaube, ich muss das nochmal eben ein bisschen spezifizieren. Ich bin doch immer so herrlich unkreativ. Sonst müssen wir ein bisschen mit der Schreibweise ein bisschen rumtricksen. Jorik. Jorik klingt doch eigentlich auch ganz gut. Aber den wird es bestimmt auch schon geben. Ja. Jovin. Schade, dass er nicht hier direkt gucken kann, ob das schon drin ist, sondern man das jedes Mal wieder sagen muss. Jorin gibt es auch schon. Jarovar. Jarovar. Okay. Dann brauche ich nochmal mehr Namen. So. Das hat schon mal überhaupt nicht funktioniert. Dann haben wir Jaxis. Jaxis, das ist doch hier. Da haben wir ein Y und ein X drin. Da kommt doch wohl keiner drauf, oder? Doch, auch da kommen die Leute drauf. Jalen. Jetzt müssen wir den ein bisschen verrundet bügeln. Ja, okay. Doppel-N. Allen. Das geht. Sonst hätten wir hier noch 3 Stunden weiter gewartet. Okay. Ihr seid wach? Ach, den Sternen sei Dank. So, ihr seht auch, ich nutze die ein oder andere Erweiterung.
da kann ich eigentlich hier noch einmal zeigen. Das hier sind unsere Bibliotheken. Das sind die Erweiterungen, die ich benutze. Falls es den einen oder anderen interessiert. Ja, ich benutze auch sowas wie Sky Shards oder etwas, das mir die Bücher anzeigt. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit danach groß zu suchen. Wir können jetzt schon Tempelspunkte benutzen. Das machen wir dann aber alles mal irgendwie. Jetzt geht's hier erstmal los. Da seid ihr ja. Und noch dazu auf den Beinen. Ich weiß, dass einem eine magische Translokation richtig auf den Magen schlagen kann. Nehmt euch einfach einen Augenblick Zeit, um euch zurechtzufinden. In Ordnung? Wo bin ich? Auf der Insel Balfiera, der Heimat von Clan Direnni. Entschuldigt die beengte Unterbringung. Wir sind stolz auf unsere Gastfreundschaft, doch die Umstände hier haben sich zum Bizarren gewendet. Ich musste sichergehen, dass ihr keine Gefahr für euch oder andere seid. Könnt ihr mich rauslassen? Ihr habt es vielleicht nicht mehr so eilig mit dem Entkommen, sobald ihr gehört habt, was vor sich geht. Ihr seid durch ein Portal hergekommen, zusammen mit einer dädrischen Bestie namens Chiazell. Sie übernahm die Kontrolle über unsere Golems und wendete sie gegen uns. Wenn ich euch befreie, werdet ihr dann Chiazell aufhalten? Ja, lasst mich frei und ich helfe euch. Weise Entscheidung. Einen Augenblick. So, das sollte die Tür entriegeln. Folgt mir, wenn ihr bereit seid. Ja, machen wir gleich. Mir ist nur eine Sache eingefallen, was ich noch zeigen wollte. Was aber nicht funktioniert. Fantastisch. Okay, dann zeige ich es nicht. Wir haben hier außerdem noch eine Nachricht. Die tägliche Belohnung können wir noch beanspruchen. Naja, das machen wir noch. Ob ich das immer hier mit dem mache oder mit einem anderen Charakter, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie ich aufnehme. Okay, wir folgen jetzt erstmal. Eine Sache, die ich noch... Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Also hier haben wir erstmal ja unsere Quest, soweit wir folgen können. Wir haben hier noch irgendwie die Kisten, die wir dann noch öffnen können. Das mache ich dann aber mal so. Sammlungen wollte ich auch einmal zeigen. Sind hier durchaus dann entsprechend, ne, schon 3 Tiere hier zur Verfügung. Die halt auf meinem Account schon freigeschaltet sind. Ja, so ist es dann halt. Ansonsten wollte ich hier noch einmal zu denen hier rein. Ne, muss ich mir nochmal angucken. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Kein Problem. Nun seid ihr frei und munter wie eine Frühlingsgrille. Ich hoffe, ihr habt vor, euer Wort zu halten. Wir werden einander da draußen brauchen, dessen bin ich mir sicher. Ich heiße übrigens Norianwe. Vom Clan Direnni. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Wohin gehen wir? Wir wollen zu einem Ort, den man die Galerie des Schlüsselmachers nennt. Doch erst muss ich wissen, dass ihr euch verteidigen könnt. Durch die Aorbis zu stürzen und auf euer Ohr zu fallen, hat euch ein wenig durcheinander gebracht. Sucht eine Waffe und wir bringen euch wieder auf Vordermann. In Ordnung? Sicher, aber ich habe ein paar Fragen. Natürlich. Ich kann euch keine vollkommene Transparenz versprechen. Doch ich werde so ehrlich sein, wie ich kann. Ihr erwähntet eine Galerie des Schlüsselmachers. Was ist das für ein Ort? Die Galerie des Schlüsselmachers ist ein uraltes Untergebäude von Balfiera, das erbaut wurde lange bevor mein Clan hier eintraf. Warum nennt man es Galerie des Schlüsselmachers? Wegen all der Türen. Die Galerie ist voller uralter Türen, die jeweils eine arkane Verbindung mit einem Ort in Tamriel oder jenseits davon haben. Sobald die Tore erwachten, taten sich Risse auf. Ihr seid aus einem von ihnen gefallen. Die Daedra Chiazell fiel aus einem anderen. Wie konntet ihr entkommen? Ich habe eine Anrufung des Streitrosses gewirkt, euch gepackt und bin geflüchtet, so schnell meine Füße mich tragen konnten. Ich habe die Daedra noch fluchen hören. Dann gab es eine Art Explosion, doch ich habe mich nicht umgedreht. Ich hoffe, die Galerie steht noch. Was macht ihr hier? Nichts Unverantwortliches, wenn ihr das meint. Ich bin ein Mitglied der Sindarill, der Spionagegilde von Clan Direnni. Allerdings mehr Gelehrte als Spionen, das versichere ich euch. Ich habe gerade in der Galerie Nachforschungen betrieben und dann... plopp, seid ihr und dieses Monster erschienen. Warum habt ihr diesen Ort untersucht? Die Galerie war immer schon ein Ort von besonderem Interesse für die Gilde, doch wir haben nie ganz herausbekommen, wie sie funktioniert. Trotz der Gefahren ist dies unser bisher größter Durchbruch. Der Gildenmeister wird außer sich vor Freude sein, sofern wir alles unter Kontrolle bekommen. Ihr sagtet etwas über Golems. Was geht hier genau vor sich?
Wärt ihr allzu verdrossen, wenn ich sage, dass ich keine Ahnung habe? Wir die Renni sind von Natur aus vorsichtig. Deshalb hat Balfiera viele Verteidigungsmaßnahmen. Magische Steinwächter schützen viele unserer heiligen Stätten, doch irgendwie hat diese Daedra einen Weg gefunden, sie gegen uns zu wenden. Könntet ihr die Daedra Shirzel beschreiben? Ach, muss ich wirklich? Wenn ich mich richtig an meine Studien erinnere, ist sie eine Ernterin, eine riesige schlangenartige Kreatur, die sich von Seelen und Magika ernährt. Wenn sie einen Weg findet, die Energien der Galerie zu verschlingen, haben wir sehr ernsthafte Schwierigkeiten. Okay. Jetzt können wir uns eine Waffe auswählen. Ich würde gerne Richtung zwei Waffen gehen. Dolche. Bogen. Flammenstab. Heilerstab. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal auf Dolche. Wir werden einen Dolch dann später noch durch eine Axt ersetzen. Größere Waffen wie Stäbe und Streitäxte erfordern für den Gebrauch beide Hände. Ihr könnt kleinere Waffen mit einem Schild oder einer anderen Waffe derselben Größe ergänzen. Ihr habt die Wahl. Wir nehmen uns die zwei Dolche. Ja, ich glaube, die passt zu euch. Falls ihr es euch anders überlegt, nehmt eine andere Waffe. So, suchen wir uns einen Platz zum Üben. Ups. Genau, denn hier können wir dann, also ich möchte auf jeden Fall dann Richtung Tiergefährten gehen. Das ist ja nun mal das, was dann auch nun mal dahin führt, sag ich mal. Oder also was Richtung Schaden geht. Genau, da werden wir hier dann einige Sachen aussuchen. Ich habe mir einen oder anderen Guide mal angeguckt, was die so empfehlen, aber da gibt es halt auch immer verschiedenste Sachen und hier ist halt alles sehr modular. Wie gesagt, ich werde sicherlich auch mal den einen oder anderen Fehler machen, aber das Spiel verzeiht, was das hier angeht. Das ist sehr gut. Wir wollen ja jetzt hier keine großen schweren Sachen machen. So. Dieser Ort ist genauso gut wie jeder andere. Und nun wappnet euch, während ich euch einen Tanzpartner heraufbeschwöre. Ein Tanzpartner. Lasst uns anfangen. Schnell jetzt. Schlagt das Konstrukt. Erste Klasse. Schlagt erneut. Beeindruckend. Brillant. Wir haben's drauf. Wir haben's drauf. Wappnet euch. Schlagt zu, solange es aus dem Gleichgewicht ist. So. Ihr seid ein Naturtalent. Blockt den Schlag. Schlagt hart zu. Und angreifen. Das ist pure Kraft. Wunder. Schützt euch. Blocken. Gebt alles, was ihr habt. Angreifen. Einige Feinde versuchen, euch zu überwältigen. Schnell! Ihr habt euch befreit! Nochmal! Macht euch! Ihr seid unaufhaltsam! Bereitet euch! Ihr seid durch und durch der Krieger, für den ich euch hielt! Das hoffe ich doch! Unterbrechen! Nutzt jetzt euren Vorteil mit einem schweren Angriff! Ein mächtiger Schlag! Unterbrecht es, bevor es zuschlägt! Das war ein Schlag! Haltet den Angriff auf! Wenn euer Feind einen Angriff vorbereitet, schlagt zu. Gut, jetzt vernichtet es. Gut gemacht. Kein Problem. Kommt und sprecht einen Moment mit mir. So, wir kriegen eine neue, überhaupt eine Hose. Wir haben nämlich noch gar keine Hose. Die rüsten wir einmal aus. So, dann haben wir ein Level Up. Das beanspruchen wir natürlich. Ein Attributspunkt, ein Fähigkeitspunkt. Genau, ich möchte Richtung Ausdauer gehen, Ausdauer leben. Das ist so das, was ich mir vorgenommen habe. Mal gucken, ob das auch funktioniert. Wobei, wir gehen erstmal einen auf Leben. So. Und dann können wir jetzt hier gucken. Wir haben einmal den Sturzflug, den wir hier auswählen können. Und bei zwei Waffen haben wir die Unruhe, die wir auswählen können. Wir gehen mal auf den Sturzflug. Kostet natürlich Magika. Moment, Magika, Magika. Ich hatte auch einen gesehen mit Tiergefährten, der Magika gebracht, der Ausdauer irgendwie gemacht wurde. Gut, dann ist das wohl doch alles Magika. Gut, dass ich erstmal auf Leben gegangen bin. Ich weiß schon warum. Oh Mann, ey. Genau, das hier sind dann die Heilfähigkeiten und das hier müsste dann Tank sein. Genau, wir gehen auf Tiergefährten und holen uns jetzt einmal den Sturzflug. Perfekt. Wenn ihr solche Manöver beherrscht, hat kein Daedra eine Chance. Ja, ich würde sagen, wir sind bereit, loszuziehen. Wohin gehen wir gerade?
Um die Galerie des Schlüsselmachers zu erreichen, müssen wir erst aus dieser Ruine entkommen und ein weites Feld voll dieser Golems durchqueren, die ich erwähnt hatte. Mit etwas Glück können wir an ihnen vorbeischleichen. Doch ich habe meistens nicht allzu viel Glück. Ich entschuldige mich lieber im Voraus. Nun gut, dort gehen wir als nächstes hin. Womit müssen wir in der Galerie rechnen? Nun zunächst mit einer Tür, der ersten von vielen. Der einzige Weg in die Galerie ist durch ein mysteriöses Tor. Sobald wir durch die erste Tür sind, betreten wir ein riesiges Gewölbe. Das ist der Teil, der mir am meisten Sorgen macht. Warum macht euch das Sorgen? Ich glaube, dass Chiazell, jene dädrische Kreatur, die für all diesen Ärger verantwortlich ist, sich dort eingenistet hat. Also seid bereit für einen Kampf. Wird es die Golems ruhig stellen, wenn wir uns um Chiazell kümmern? Ich kann es zwar nicht mit Gewissheit sagen, doch Nirn von einem Scheusal aus einer anderen Welt zu befreien, kann nicht schaden, oder? Ihr Einfluss besteht vielleicht noch eine Weile fort, doch die Golems sollten bald wieder ihr übliches Verhalten zeigen. Hoffentlich. Dann los. Achso, vielleicht gibt es später auch noch die Möglichkeit, dass man dass man jetzt für die Hüterfähigkeiten. Also da Rüstung würde ich gerne Richtung leicht oder Mittel gehen. Also wenn wir auf Ausdauer gehen, Mittel, wenn wir gegen Richtung Magie gehen, auf leicht. Was ich eben noch sagen wollte, wenn wir die. Genau, dass man vielleicht dann auch die so umskillen kann, dass die statt Magika dann Ausdauer verbrauchen. Sowas gibt es bei manchen Klassen. So. Führt Norianve nach draußen. Einer der verirrten Golems. Wir wollen uns vielleicht lieber an ihm vorbeischleichen. Wollen wir das? Dann machen wir das. Ich bin eigentlich nicht so der Schleicher. Aber wir machen es einfach mal. Wir sind fast dort. Legen wir einen Zahn zu. Laufen. Gut. Der Eingang zur Galerie des Schlüsselmachers sollte östlich von hier sein. Machen wir uns auf den Weg. Kompass und Weltkarte, das kriegen wir auch hin. Ja, das habe ich schon gemacht. Ich werde erstmal in der Ansicht bleiben, das finde ich immer ein bisschen angenehmer, weil man auch deutlich mehr Übersicht über alles hat. Ach, ist das schön. Also wir müssen bedenken, das hier sind jetzt alles Gebiete, die halt schon ziemlich alt sind. Warum ist das gut hier? Sind hier etwa noch andere Spieler unterwegs? In alten Gebieten. Das mag man ja eigentlich kaum glauben. Weil das Tutorial spielt man ja auch nur einmal. Eigentlich. Sollte man meinen. Die Galerie des Schlüsselmachers ist dort. Gehen wir hinein. Machen wir. Das ist beunruhigend. Inwiefern? Bei Jefres Knochen. Dieses Anschwellen von Magika, das die Portale erzeugten, durch die ihr gekommen seid, dadurch muss diese Himmelsscherbe einen Sprung bekommen haben. Ohne unversehrte Himmelsscherbe bleibt dieses Tor verschlossen und wir können nicht weiter. Verdammt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das in Ordnung zu bringen? Sofern ihr nicht einen Satz Verzauberwerkzeug und Erfahrung mit der meteorischen Machtfülle-Theorie habt. Nein. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen einen Ersatz finden. Wo finden wir eine Ersatzhimmelsscherbe? Ich habe vor ein paar Tagen eine in einem Gewölbe südlich von hier gesehen. Doch sie wurde von einem der mächtigsten Golems der Insel flankiert. Üblicherweise würde ich sagen, wir sollten nach einer anderen Lösung suchen. Doch angesichts der Umstände müssen wir es wohl riskieren. Alles klar. Finden wir diese Himmelsscherbe? Kann ich euch etwas fragen, bevor wir aufbrechen? Natürlich, aber trödeln wir nicht so lange. Was sind Himmelsscherben genau? Riesige Klumpen Meteorglas. Sie fallen aus Aetherius herab, aufgeladen mit reiner und sehr mächtiger Magika. Magier verwenden Himmelsscherben bei allerlei Ritualen und Experimenten. Wir die Renni nutzen sie als Kraftquelle. Was für ein Golem habt ihr
bei der Himmelsscherbe gesehen. Es ist ein monströser Wächter, den man auch einen Gargül nennt. Ich habe noch keinen kämpfen sehen, doch sämtlichen Berichten zufolge sind sie weitaus mächtiger als alles, dem wir uns bisher gestellt haben. Okay, dann werden wir das machen, aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Oh, hier ist tatsächlich auch noch mal jemand.